die Berufung des Mose. Mose wurde in den ersten Jahren seines Lebens von seinen Eltern erzogen und dann wechselte er an den Hof des Pharao. Die Tochter des Pharao adoptierte ihn und er wuchs als Prinz am Königshof mit allen Privilegien und Annehmlichkeiten des pharaonischen Hofes auf. Doch auch als ägyptischer Prinz vergisst er seine Herkunft nicht und identifiziert sich in seinem Herzen immer mit seinem Volk. Als er 40 Jahre alt ist, entscheidet er sich zu handeln und seinem Volk zu helfen. Er nimmt die Dinge in seine eigene Hand. Er wendet vermutlich seine Kampfkunst an und tötet einen Ägypter, der einen Israeliten schlug. Aber die Sache fliegt auf. Mose wird verraten und er muss fliehen. Mittellos und heimatlos landet er schließlich in der Wüste Midian. Um zu überleben, wird er Schafhirte. Schafhirte des lokalen Priesters Jitro. Dieser gibt ihm eine seiner Töchter, Zippora, zur Frau. Was für eine Veränderung, was für ein Wechsel. 40 Jahre lang lebt Moses als Schafhirte in diesem Land. Der Kontrast zwischen dem Palast des Pharao und diesem Wüstenleben hätte nicht größer sein können. Doch vermutlich hatte er sich mit seinem Schicksal abgefunden. Mose scheint keine großen Ambitionen mehr zu haben, keine gravierenden Veränderungen für seine Zukunft mehr zu erwarten. Doch dann, als er 80 Jahre alt ist, tritt der Gott seiner Väter in sein Leben. Mose begegnet dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den er nicht wirklich kennt, am brennenden Busch. Und dieser Gott hat einen überraschend großen und wichtigen Auftrag für ihn. Mose selbst soll das Volk Israel aus Ägypten heraus in das verheißene Land führen. Wir lesen im 2. Buch Mose, Kapitel 3, ab Vers 9. Weil denn nun, sagt Gott, das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose scheint völlig überrumpelt zu sein von diesem Auftrag. Er ist sich sicher, dass er der falsche Mann für diesen Auftrag ist. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Dieser Auftrag ist ihm zu groß und er selbst ist zu unbedeutend und zu schwach dafür. Er hat kein Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten. Mose ist entschlossen, Gott abzusagen. Er will absagen, weil er sich selbst kennt. Er hat seine Erfahrungen im Leben gemacht, er kennt seine Versagen und er ist überzeugt, dass er es nicht schafft. Wer bin ich, sagt er. Das ist sein erstes Argument, das er ins Feld führt, um Gottes Berufung abzulehnen. Aber Gott nimmt sich Zeit und führt ein langes Gespräch mit Mose. Gott geht auf die Bedenken des Mose ein und sagt ihm nicht, du bist toll, du schaffst es doch, schau doch auf deine Erfahrungen und Fähigkeiten. Nein, Gottes Gegenargument lautet, ich will mit dir sein. Und dieses Argument ist das stärkste und wichtigste, wenn es um meine und um deine Berufung zum Dienst geht. Wenn Gott uns beruft, dann geht er selbst mit. Der allmächtige Schöpfer der Welt geht mit uns und ist an unserer Seite, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind und in seinem Auftrag handeln. Aber Moses genügt dieses Argument Gottes nicht. Er ist immer noch nicht bereit, den Auftrag Gottes anzunehmen. Er führt ein zweites Argument ins Feld. Wir lesen weiter. Mose sprach zu Gott,
Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Mit diesem Argument wird mit einem Schlag deutlich, wo das größte und das eigentliche Problem von Moses liegt. Er kennt Gott nicht. Gott, wer bist du eigentlich? Und wie heißt du? Mose kennt Gott nicht. Aber auch jetzt macht Gott Mose keine Vorwürfe. Er stellt sich seinem zukünftigen Diener vor und nennt ihm zwei seiner Namen. Wir lesen weiter ab Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist der große Ich Bin. Er ist der Ewige und der Unveränderliche. Er ist der Fels, dessen Wort die Welt erschuf und trägt. Er ist mit nichts und mit niemand zu vergleichen. Und ihm kann nichts misslingen. Er thront über allem. Er übersieht alles. Er weiß alles im Voraus. Er lenkt die Geschicke der Welt und die persönlichen Schicksale der Menschen. Aber gleichzeitig ist er auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott, der in die Geschichte der Menschen hineinkommt und handelt. Er ist nahbar, er ist ansprechbar. Er ist ein persönlicher Gott. Er begegnet Menschen persönlich und rettet sie. Er beruft sie, leitet sie und lenkt ihr Schicksal. Er ist der Gott der Geschichte. Er führt die Geschichte der Welt. Er führt aber auch meine und deine persönliche Geschichte zu dem Ziel, das er sich für uns gesetzt hat. Das Problem des Mose ist auch unser Problem. Wir kennen Gott zu wenig, zu oberflächlich. Wenn Gott uns beruft und wir Zweifel haben, dann liegt das in erster Linie daran, dass wir Gott zu wenig kennen. Dann ist unser Gottesbild falsch. Und wenn das der Fall ist, dann trauen wir diesem Gott nicht zu, dass er uns gebrauchen kann, dass unser Dienst trotz unserer Schwächen und Versagen ein Segen wird, dass dieser Gott auch mit uns und durch uns zu seinem Ziel kommen wird. Wenn er uns beruft, sollten wir begreifen und verstehen, wer er ist. Er ist der ewige Ich Bin, aber gleichzeitig ist er auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist dein Gott und er ist mein Gott. Er sagt, ich will mit dir sein.